Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gelobt sei Jesus und Maria, die Mutter Jesu und auch unsere Mutter. Liebe Brüder und Schwestern, wir lesen heute ein wunderbares Evangelium und wir tun immer gut daran, uns auch die Szene vorzustellen, die Landschaft vorzustellen. Ich selbst war noch nie in Israel, aber trotzdem kann man sich mit ein bisschen Vorstellungskraft ansehen, was da passiert ist. Es war nach der Brotvermehrung. Jesus schickt seine Jünger voraus im Boot auf die andere Seite des Sees. Er selbst will noch ins Gebet gehen, auf den Berg, wo er sich immer zurückgezogen hat. Und er betet. Es ist Nacht. Es war ihm ein sehr großes Bedürfnis, zu ruhen, auszuruhen am Herzen des Vaters und bei seinem liebenden Vater Zeit zu verbringen und auszutauschen. Und wir wissen, dass Jesus immer beim Vater versucht hat zu hören, was sagt mein Vater, was sagst du? Und er sagt, ich tue nur das, was ich bei meinem Vater sehe und was ich von ihm höre. Und so hat er mit Sicherheit auch gehört, was der Vater gesagt hat, geh jetzt zu den Jüngern. Sie haben Angst, sie sind im Boot, sie rudern, sie mühen sich heftig ab, sie haben Gegenwind. Und Jesus geht zu den Jüngern. Er tut den Willen des Vaters und er geht über das Wasser. Die Jünger, sie sind in Angst, sie sind in Panik, sie schreien wirr durcheinander. Und Jesus sagt, habt Vertrauen, ich bin es. Fürchtet euch nicht. Liebe Brüder und Schwestern, der wichtigste Teil dieses Satzes, der Aussage Jesus ist der, ich bin es. So hat Gott sich offenbart, ich bin es, ich bin bei dir, ich bin bei euch. Liebe Brüder und Schwestern, das ist doch das, was am wichtigsten ist in unserem Leben, dass wir nicht allein sind. Nicht allein, auch in schwierigen, in Stresssituationen, in Notsituationen und auch nicht allein sind, sogar im Tod. Und Jesus kommt in die Nacht hinein, in den Sturm hinein. Und dann fasst Petrus Mut, ob er das wirklich gebraucht hätte, um über das Wasser zu gehen. Das sei mal dahingestellt. Jedenfalls, Petrus riskiert etwas und er sagt zu Jesus, Herr, wenn du es wirklich bist, dann befehle mir, über das Wasser zu gehen. Und so, als ob Jesus beweisen muss, dass er wirklich Jesus ist, dass er wirklich Gott ist. Und Jesus sagt zu ihm, komm. Und Petrus geht und er kommt und er geht über dem Wasser. Und solange er auf Jesus schaut, ist alles gut. Aber als er wieder die Unsicherheit, den Wind, den Sturm, die Situation um ihn herum schaut, als er nicht mehr seinen Blick fokussiert hat auf Jesus, da geht er unter. Und dann spricht auch er ein Gebet und sagt, Herr, rette mich. Und dieses Gebet ist gut, es ist legitim. Und wir dürfen auch so zu Jesus schreien, Herr, rette mich. Und Jesus fasst ihn bei der Hand und zieht ihn so, als ob er ihn herausfischte aus dem Wasser und die beiden gehen ins Boot. Und wie endet das Evangelium? Das Evangelium endet quasi, wie es begonnen hat, aber anders. Es hat eine größere Öffnung. Es endet im Boot, ein Gebet im Boot. Und stellt euch vor, die Jünger knien im Boot nieder vor Jesus und sagen dann, wahrhaftig, du bist Gottes Sohn. Und liebe Brüder und Schwestern, das ist so wichtig für uns, dass wir immer im Gebet bleiben, dass wir auch zu diesem Punkt kommen, Jesus, du bist Gottes Sohn, dass wir ihn anbeten, so wie die Jünger, auch in dieser schwierigen Situation, dass wir das Gebet nicht lassen. Vielleicht zum Schluss Folgendes. Im 15. Kapitel bei Johannes, in diesem Gleichnis von der Weinrebe, vom Weinstock und von der Rebe, sagt Jesus, bleibt in mir. Dann bleibe ich in euch. Und es ist Jesu tiefster Wunsch, wenn er sagt, bleibt in mir. Er kann uns nicht dazu zwingen, aber er lädt uns ein. Und er kann nur in uns bleiben, wenn wir ihn einladen, wenn wir in ihm bleiben. Und dann werden wir Frucht bringen. Und dann wird jede Angst verschwinden müssen. Und dann werden wir auch nie allein sein. Herr Jesus, schenk uns die Gnade, immer in dir zu bleiben. Und wir bitten dich, bleibe du auch immer bei uns. Erfülle uns mit deiner Liebe, mit deinem Segen. Schenk uns deine Gegenwart im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes.
uns allen einen gesegneten Tag.